Ja, diese 2016er Europameister sind natürlich immer die Blaupause, wenn man keine Superstars hat, wie es geht. Also wie man sich das auch dann im Idealfall vorstellt. Und dass man ja schon auch mal bewiesen hat, mit einer großen mannschaftlichen Geschlossenheit, einer tollen Abwehr, einem super Torwart, etwas Unmögliches als Underdog zu erreichen. Deswegen glaube ich schon, dass man sich daran orientieren kann. Allerdings muss man auch sagen, dass Dagur Sigurdsson ja damals diese Idee der Bad Boys kreiert hat und die Mannschaft am Ende tatsächlich daran glaubte, was für mich das eigentliche Wunder ist, dass diese Mannschaft tatsächlich von sich selber glaubte, sie wären die Bad Boys. Sowas Übergeordnetes würde es, glaube ich, nicht mehr geben. Trotzdem glaube ich, dass diese Mannschaft als Einheit, wenn sie denn eine bleibt, und sich da nicht auseinanderdividieren lässt, erfolgreich spielen kann. Ja, das ist die große Stärke von Alfred, dass er durchaus jemand ist, der gut motivieren kann, der isländische Heldensagas manchmal rausholt, um die Jungs irgendwie zu kriegen. Er ist jemand, der aufgrund seines Erfahrungsschatzes natürlich auch viel den Jungen mitgeben kann und weiß, mit welcher Aggressivität und welchem Fokus man in Länderspiele gehen muss. Also es ist jemand, zu dem schaut man einfach auf.